Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schaut mich wieder für euch auf dem PCR zum Shadowlands Pre-Patch unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute mal so ein bisschen angucken, was an neuen Erfolgen kommt. Und dahingehend habe ich hier auf dem PTR mein Char rüber kopiert und wir wollen jetzt erstmal anschauen, wie viele Achievement-Punkte uns verloren gehen. Wenn ich jetzt mal gucke, auf dem Main hatte ich davor 33.545 Erfolge. Und jetzt sind wir quasi runter auf 33.170, also doch ein paar. Ich muss aber am Rande erwähnen, hier, wenn ich den Char kopiere, ist natürlich auch die Geschichte, dass nur die Char-Achievements rüber kopiert worden sind. Und ein paar Sachen habe ich dann mit anderen Twinks gemacht, bisschen Archäologie und sowas. Also wahrscheinlich ist es nicht ganz so schlimm, was wir an Erfolgen verlieren. Jetzt schauen wir einmal rein, wie es aussieht, was Neues kommt. Und zwar fangen wir da mal bei Charakteren. Und hier haben wir natürlich Stufe 60 als neuen Erfolg. Wir sind ja jetzt mittlerweile im Shadowlands Pre-Patch auf Stufe 50 skaliert. Und als nächstes bei Charakter haben wir dann einmal hier das überragende Achievement. Und dann müssten wir noch ein zweites haben mit episch, glaube ich, ne? Um auf blauisch Item-Level zu kommen im Shadowlands Pre-Patch, beziehungsweise. Dann auch, wenn Shadowlands rauskommt, brauchen wir Itemstufe 158. Und ich bin jetzt hier mit einem fast full mythic equippten Char 132. Also man braucht definitiv Shadowlands Gear, um da hinzukommen. Hier zum Beispiel mythisch Nyalotha ist 130 und der Umhang ist dann 155. Also selbst der Legendary Umhang ist noch drunter. Dementsprechend müssen wir da einiges farmen. Und episch ist dann nochmal einen Ticken höher. Ich schätze mal, das erreicht ihr dann, wenn ihr die ersten epischen Items aus Mythic Plus 0 habt, zum Beispiel. Ne? Oder aus dem NHC Raid. Genau, das sind die zwei Sachen bei Charakter. Dann schauen wir ein bisschen bei Quests rein. Im Meta-Bereich ist nichts drin. Und natürlich haben wir einen Haufen Achievements unter Shadowlands. Und da ist so das Übrige. Wir müssen die Einführung abschließen in Shadowlands. Gibt 10 Punkte. Dann die Geschichtsstränge in Bastion, Maldraxxus, Ardenvale, Ravendrest und so weiter. Und dann haben wir noch optionale Geschichtsstränge, die wir abschließen können, auch in jedem Gebiet. Soweit, so gut. Ist jetzt halt die Frage, sind es wirklich nur Sidequests oder sind es wirklich komplette Geschichtsstränge? Das ja, müssen wir dann noch ein bisschen erkunden. Ich war ja, wie gesagt, nicht auf dem nicht auf dem Beta-Server und dementsprechend habe ich da wenig Ahnung. Es gibt hier auch wieder ein Meta-Achievement, leider keine Belohnung, was mich ein bisschen traurig stimmt. Wenigstens irgendein Titel oder irgendwas hätte ich erwartet. Okay, dann haben wir hier die Pakt-Kampagne, müssen wir abschließen. Hier relativ neutral gehalten, einfach nur Pakt-Kampagne, nicht welchen man auswählt. Das haben wir hier 100 World Quests. Okay, ich kann vermuten, dass man wahrscheinlich noch mal ein paar mehr als 100 abschließen muss. Vielleicht gibt es dann noch ein höheres mit 200, 500 und so weiter. Die sind ja immer drunter versteckt. Aber ihr seht schon, hier, das ist accountweit. Also das könnt ihr mit allen Chars zusammen abschließen. Und auch diese Sachen sind accountweit. Das seht ihr immer hier an dem hinterlegten Titel. Und dann haben wir jetzt halt noch ganz normale Achievements. Dazu kann ich halt wenig sagen, weil da müsste man die Quests kennen. Das sind halt bei einzelnen Quests jetzt Erfolge. Da gibt es auch einige. Manche sind auch, wie ich vorhin schon geguckt habe, abhängig von World Quests, wie wir das auch schon kennen. Also nichts Außergewöhnliches tatsächlich. Es sind jetzt aber nicht sonderlich viele Achievements. Wenn wir überlegen, das ganze obere Zeug sind alles, die ich queste die Zone komplett durch und da unten sind vielleicht jetzt so 10, 15 Achievements bei bestimmten Quests, die wir absolvieren müssen. Dann können wir weiter gucken zum nächsten und zwar bei Erkunden. Meta-Achievement-technisch sieht es hier auch schlecht aus, aber natürlich unter Shadowlands ist einiges drin und wie wir es kennen, wir dürfen erstmal jede Zone einmal erkunden. Soweit ist dann Standard-Stuff. Dann gibt es natürlich wieder Töte die besonderen Mobs in den verschiedenen Gebieten. Also wir müssen wieder einen Haufen Rares killen. Und ja, wir müssen alle Rares killen. Und ich hoffe, Blizzard, bitte mach's nicht so, dass das so Rares sind, die arschig selten sind. Das wäre nämlich wieder ein bisschen ätzend, dass man wieder 5 Jahre warten muss, bis man einen bestimmten Rare finden kann. So, dann haben wir auch Schätze. Und das ist auch bis jetzt eigentlich Standard-Stuff. Schätze in jedem Gebiet einmal zu suchen, sind gar nicht so viele. Wenn ich jetzt hier kurz Revendreth, das ist eigentlich übersichtlich. Wenn ich jetzt mich so zurückerinnere an an WoD, was wir da an Schätzen teilweise in der Zone hatten, dann gut Nacht. So, dann haben wir jetzt hier wieder
Spezifische Sachen, wie gesagt, da kann ich relativ wenig sagen. Wir haben auch wieder hier ein Achievement, wo wir die Mobs lieben müssen, also Slash Liebe oder Love im Englischen anwenden. Das kennen wir auch schon aus vergangenen Add-ons. Und ja, das sind jetzt wieder lauter Achievements zu bestimmten Geschichten, wo man irgendwas läutern muss oder irgendwelche Mobs umklatschen muss. Da sind doch einige, muss ich sagen, also mehr als Quests, ne? Und hier müssen wir auch Stygia sammeln, irgendwie so wird das bestimmt ausgesprochen. Nichts Spezielles, hätte ich jetzt mal gesagt. Fünf seltene oder Elite-Gegner im Schlund töten, eine Elite-Gegner. Okay, ich kann auch vermuten, dass sich das dann noch ein bisschen weiter nach oben steigern wird. Also gibt es auch viel Kill-Geschichten tatsächlich mit drin. Ah, was haben wir hier? Okay, aber wie gesagt, da müssen wir uns das dann genauer angucken. Da werde ich dann natürlich auch wieder Videos machen, wenn wir soweit im Add-on sind. Und dann schauen wir uns das alles ein bisschen genauer an. Genau, hier sind es übrigens 41, also bei Erkunden gibt es ein Stück mehr als bei Quests. Dann schauen wir bei Spieler gegen Spieler rein. Und hier ist im Meta-Bereich nur Tötet Rokan. Heißt, die haben den Boss in Ogrimmar geswitcht. Anscheinend muss ich das Achievement dann auch nochmal machen. Muss man mal gucken, ob das jetzt nur ein Fehler ist vom Switchen auf dem PTR, weil bei den anderen war es, glaube ich, nicht so. Wir hatten ja in Ogrimmar schon mehrere Kriegshäuptlinge. Wir hatten ja schon Thrall, wir hatten ja schon Garrosh. Dann hatten wir hier Sylvanas und wie hieß der Troll? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Nee, nicht Sengen. Vol'jin, genau so rum. Vol'jin hatten wir. Also jetzt anscheinend ist es Rokan. Ich vermute mal, dass wir das nicht nochmal neu machen müssen, aber mal gucken. Dann hier haben wir eigentlich nichts Neues. Gut, Ashran buggt, glaube ich, ein bisschen. Was haben wir hier? Ah. Verdient 5000 Eroberungspunkte in Season 1 von Shadowlands. Also es gibt tatsächlich ein Achievement, dass wir Eroberungspunkte verdienen müssen. Ich schätze mal, jede Season gibt es dann halt ein neues. Gut, und ich schätze mal, am Ende der Season wird es halt immer eine Heldentat, ne? Sowas gab es in den vergangenen Jahren auch schon. Zwingt einen halt in Anführungszeichen immer so ein bisschen jede Season aktiv Arena zu spielen, um dann wieder das Achievement bzw. dann später die wahrscheinlich zur Heldentat wird, mitzunehmen. Das Einzige, was sich jetzt hier bei PvP ändert, ist Unterwelt. Und da haben wir ein bekanntes System, was wir aus BFA kennen. Moment, das nicht hier. Wir müssen 1000 in jedem Gebiet, also 1000 Ehre in jedem Gebiet verdienen. Das kennen wir hier aus BFA schon. Und Meta-Achievement gibt es dementsprechend dann dafür auch. Und hier oben haben wir dann auch nochmal eine Geschichte, die wir aus Legion kennen. Es gibt wieder PvP-Weltquests und für diese PvP-Weltquests muss man immer 20 Stück abschließen und hier gibt es insgesamt 4 Stück. Und dieses System kennen wir 1 zu 1 aus Legion schon. Da gab es ja auch diese PvP-Weltquests, muss man auch 20 abschließen. Und damals gab es ein cooles Mount. Hier gibt es anscheinend kein cooles Mount für, so wie ich sehe. Ah, hier muss man andere Spieler von den verschiedenen Pakten killen. Dann hoffen wir mal, dass ein Pakt nicht zu stark wird, nicht dass man und einer nicht zu schwach wird, nicht dass den Schwachen keiner nimmt und man die Spieler nicht killen kann. Das erinnert mich so ein bisschen an das Ashran-Ding zurück, wo man dann die verschiedenen Fraktionen töten musste, beziehungsweise die verschiedenen Rassen töten musste und manche waren halt übelst selten. Zum Beispiel irgendwie Pandaren, dass du da Horden Pandaren gekriegt hast, das hat echt richtig, richtig lang gedauert. Aber gut, es sind hier nur 50. Man weiß halt jetzt nicht, ob da noch welche dazukommen. Hier 33 habe ich, 43 sind offen. Jetzt können wir mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es sind genau 10. Also 50 ist quasi das Maximum. Ich denke mal, im Laufe von Addon 50 von jeder wird man auf jeden Fall killen können. Hier haben wir irgendwelche Prüfungen, die man abschließen muss. Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht genau, was das für ein Ding ist, aber die muss man halt im Warmort abschließen. Haben übrigens hier die Achievement-Dinger von Ulduar, wo man es ohne Sterben schaffen musste, ne? Das waren, glaube ich, die gleichen Symbole. Interessant, dass sie das gewählt haben. Vielleicht ist es ähnlich schwierig. Vielleicht gibt es uns schon mal so einen kleinen Hinweis darauf. Dann schauen wir, achso, hier hatten wir 10 Achievements, 10 neue. Dann gucken wir hier bei Dungeon Schlachtzüge rein und hier sind es einige neue Erfolge. Und zwar
78, das ist krass, das ist einiges. Und beim Meta-Achievements werden wir wahrscheinlich wieder welche haben. Genau, wir haben 3 Stück, müssen alle Dungeons einmal im HC abschließen. Es sind 8 Instanzen anscheinend. Okay, das scheint jetzt nicht so krass schwierig zu sein. Dann haben wir natürlich wieder die mythischen Dungeon-Erfolge und das sind einige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und dann 24. Heißt, wir werden wahrscheinlich wieder bei jedem einzelnen Boss in den Mythic Dungeons einen Erfolg haben. Heißt, da haben wir wieder einiges zu tun. Und dann natürlich auch im ersten Raid haben wir auch schon das Achievement drin. Und hier scheint es einen Mount zu geben. Und hier gibt es auch einen Mount, also altbekannt. Dann können wir mal gucken, ob hier irgendwas sich geändert hat. Nein, hier sind jetzt 48 Erfolge drin. Und da sind 23 drin. Jetzt gucken wir mal. Ich schätze mal einfach nur, dass man sie killen muss. Okay, das sind die ganzen Bosse, die man töten muss. Und dann haben wir hier die Erfolge. Okay, aber wie gesagt, die brauchen wir uns jetzt nicht im Einzelnen durchgucken, weil ich kenne die Bosse nicht. Wahrscheinlich die meisten von euch kennen die Bosse auch nicht. Da werden wir dann detaillierte Videos wieder zu den einzelnen Bossen machen, wenn ich es dann in Shadowlands angehe. Selbiges hier bei den Raids. Wir gucken jetzt bloß mal rein, ob irgendwas drin ist, was uns überrascht. Okay, wir haben die LFR, wir haben nur ein LFR-Achievement? An einem beliebigen Schlachtzug. Ah, okay, das ist das beliebige. HC mythisch. Okay, aber LFR haben wir doch auch, oder? Dass man. Nee, anscheinend ist das LFR-Ding raus. Man hat jetzt nur noch beliebige Schlachtzug, HC und Ding. Sonst hat man ja immer verschiedene LFR-Teile. Okay, das ist jetzt anscheinend, haben sie das rausgenommen. Ist auch ehrlich gesagt ein bisschen unnötig gewesen, ne? Jetzt hier die ersten drei Bosse, die nächsten drei Bosse in den Tiefen reinzumachen. Jetzt haben sie halt nur noch eins, quasi das LFR-Achievement, HC und Mythic. Okay, und hier kommen dann schon die ganzen Achievements, die man im Normal machen kann. Das bleibt auch gleich. Und dann die Mythic-Kills. Okay, jetzt auch nichts Überraschendes tatsächlich. Haut mich jetzt alles nicht vom Hocker. Nichts wirklich überraschend Neues. Aber ist ja auch gut so. Dann schauen wir weiter bei den Berufen. Und hier im Meta-Bereich sehe ich eigentlich nur alte Sachen. Das checkt halt der Ding nicht so ganz. Beziehungsweise das hier unten sind alte Sachen, das andere sind neue. Erlangt die maximale Anzahl Fertigungspunkten in einem Beruf der Schattenlande. Okay, das war absehbar, dass das Achievement kommt. Erlangt die maximale Anzahl an Fertigungspunkten in 2 Berufen der Schattenlande. Okay, und hier haben wir dann in allen Berufen. Also dasselbe, was wir in BFA hatten. Ein Beruf, 2 Berufe, alle Berufe. Das ist natürlich ein Account-Achievement. Mit einem Char kann man es nicht schaffen. Außer man würde immer es wieder verlernen, aber das wäre ein bisschen crazy. Ich denke mal, diesmal werde ich die Berufe nicht am Anfang gleich hochboxen, weil das ist immer so, so teuer und am Ende sind die Mats relativ günstig. Ich werde mir da diesmal, denke ich mal, ein bisschen mehr Zeit lassen, um einfach nicht so viel Kohle rauszuhauen. Die anderen Sachen hier unten, das sind alte, die hat jetzt einfach beim PTR-Kopieren das nicht ganz mitgenommen. Dann schauen wir bei Kochkunst rein. Und hier gibt es tatsächlich wirklich nur Kochkunst auf Schattenlanden 100 zu machen. Also, wenn, dann ist ihnen die Zeit da ausgegangen oder sie dachten sich einfach, ja, komm, scheiß drauf, wir machen einfach keine neuen Achievements außer den Skill rein. Sie hätten ja zumindest machen können, sammel alle Rezepte, ne? Aber okay, gut, jetzt haben wir hier nichts drin. Und ähnlich traurig sieht es bei Angeln aus, ne? Da ist auch nur Angeln 200, nicht fange irgendeinen Fisch, mache irgendwas das. Nein, einfach 200. Vielleicht, ne? Sie haben ja das Add-on, den Add-on-Release nach hinten raus verschoben. Vielleicht kommt da ja noch was, ne? Ich weiß es nicht. Aber mir scheint es, als würden die Berufe so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, denn Archäologie gibt es gar nichts Neues. Das, was mir jetzt hier noch fehlt, das sind Sachen, die ich mit einem anderen Char gemacht habe. Beim PTR-Kopieren klappt das immer nicht. Das ist aus WoD das Zeug. Und es gibt keine Archäologie in den Schattenlanden. Also. Kochen muss man auf Max machen, Angeln muss man auf Max machen, alle anderen Berufe muss man auf Max machen und das war's eigentlich. Archäologie müsst ihr gar nicht machen. Also Berufe ist achievement-technisch wirklich die Minimalspur, die Blizzard machen kann. Ja? Weniger geht eigentlich nicht, als den Beruf nur auf Max hochzuskillen. Aber vielleicht kommt ja noch was. Dann beim Ruf haben wir im ersten Tab nichts Neues drin. Bei Shadowlands sind halt die paar Fraktionen drin, die man holen kann. Und dann gibt es wieder altbekannt den Diplomaten, wo man die paar Main-Fraktionen auf respektvoll hauen muss. Wahrscheinlich wird das auch wieder eine Grundvoraussetzung fürs Fliegen sein, das vielleicht mal irgendwann dann im Laufe des Addons kommt. Hier auch nichts, was außergewöhnlich ist tatsächlich. Weltereignisse habe ich jetzt mal grob durchgeguckt. Da fehlen mir jetzt, wird angezeigt, es fehlen ein paar, aber das sind auch wieder alte, die nicht mitgenommen wurden. Zum Beispiel hier beim Dunkelmond-Jahrmarkt.
So wie ich das sehe, gibt es hier nichts Neues. Und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Vielleicht kommt ja dann im Laufe von Shadowlands noch die ein oder andere Änderung. Ich schätze mal, es wird wieder irgendwelche Feuer dann in den Schattenlanden geben für das Sonnenwendfest und für alle möglichen anderen Feste, wo man Sachen sammelt, oder das Mondfest zum Beispiel. Ich schätze mal, da wird irgendwann im Addon dann wieder Sachen kommen, die man sammeln muss. Aber aktuell gibt es da tatsächlich gar nichts. Bei Haustierkämpfen gibt es genau ein Achievement und das ist hier bei Kampf drin. Und dieses eine einzige Achievement ist, dass man Meister besiegen muss. Schließt 14 Haustierkampf-Weltquests ab und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich habe das nachgezählt. Es ist ja meistens so, dass es ein paar gibt, die schwierig sind und wenn man dann einen noch braucht, den man einfach nicht schafft. Ich schaffe im Normalfall alle, aber es gibt manche, die tun sich vielleicht schwerer als ich, weil sie halt einfach nicht so viele Haustiere haben. Wie gesagt, ich habe fast alle Haustiere, die man im Spiel kriegen kann und da ist es natürlich dann einfacher. Deswegen habe ich es nachgezählt, um zu gucken, braucht man alle oder sind es wie jetzt in den vergangenen Add-ons weniger und hier hat man quasi 16 Stück zur Auswahl. 14 muss man schaffen, kriegt man das Achievement, gibt dann den Laserpointer, irgendein Pet-Toy wahrscheinlich, wo man dann mit dem Laserpointer aktiv sein kann und seine Haustiere vielleicht ein bisschen rumscheuchen. Vielleicht setzen wir das ja cool um, die Belohnung. Vielleicht ist das ja tatsächlich was. Also hier ein einziges Achievement für Pet-Battle, das ist schon wenig. Das ist schon echt wenig. Also nicht, dass ich jetzt sage, ich brauche unbedingt viele Pet-Battle-Achievements, aber. Also bis jetzt, wenn ich das bewerten darf, es scheint schon so ein bisschen Schmalspur-Achievements zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht kommt da noch was, aber das ist jetzt so das, was ich Minimum erwartet hätte, was kommt. Aber sie haben halt nichts über dieses Minimum raus. Gut, bei Quests und Erkunden ist es halt schon ein bisschen was, ne? Klar, aber die anderen Sachen, das ist halt so dieses, okay, den Standard, den man erwartet. Wobei ich will jetzt auch nicht sagen, es muss jetzt viel mehr rein, ne? Manchmal ist das, was man halt erwartet, auch gut genug quasi. Was haben wir hier bei Sammlungen? Ist tatsächlich nichts drin. Spielzeugkiste haben wir nichts. Wir haben auch kein neues Mount-Achievement. Also wir haben jetzt nicht 450, 500 Mounts. Okay. Hätte ich jetzt eigentlich schon gedacht, dass mal wieder eins kommt. Wann habe ich denn das alte gemacht? 2018. War das schon. Nee. War das schon. BFA? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Es könnte schon BFA Prepatch gewesen sein, ne? Na, mal gucken, vielleicht kommt ja noch eins. Und bei Vorlagen ist auch noch nichts drin. Das wundert mich so ein bisschen. Ich habe aber gehört, dass die Raid-Items tatsächlich nicht ein Aussehen haben, sondern hat man irgendwelche Tokens. Und ich weiß jetzt nicht, ob das nur für die Waffen gilt oder ob das auch für das Rüstungsset gilt. Ich schätze, das waren nur die Waffen, die man dann bei seinem Pakt quasi einlösen kann oder seinem Covenant dementsprechend und dann Aussehen von dem jeweiligen Covenant hat. Also muss man mal gucken, wie das dann mit den Sets geregelt wird. Achievement gibt es tatsächlich keins, was mich so ein bisschen wundert. Normalerweise gibt es immer einen Tier-Set-Achievement, aber okay. Gut, dann schauen wir mal weiter. Das letzte, was wir haben, ist Erweiterungsfeatures und da ist relativ viel drin. Ihr seht 366 von 444, das sind wirklich sehr, sehr viele Sachen. Und hier haben wir vor allem klar in den neuen zwei Features, Torghast und dem Pakt hier extrem viele. Allein beim Pakt haben wir 47 Erfolge und bei Torghast haben wir 29. Und hier sind es halt sehr viele so Base-Sachen, dass man eine bestimmte Ebene abschließen muss. Und da gibt es dann pro Ebene halt ein Achievement. Und ja, das geht dann halt so durch mit allen möglichen anderen Sachen, dass man hier Schlundratten explodieren lassen muss. Das sind aber auch jetzt wie bei den Dungeon-Geschichten viele Sachen, wo ich jetzt halt wenig zu sagen kann, weil ich halt in Torghast schlichtweg noch nicht drin war. Was aber auffällt, es sind hier 29 Erfolge und hier scheinen nicht so viele drin zu sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, 16 Dinger, 29 für angezeigt, heißt, wir haben wahrscheinlich dann einen Achievement erste Ebene, fünfte Ebene, zehnte Ebene, je nachdem wie hoch es dann geht, dass man die verschiedenen Ebenen in den unteren Abschnitten abschließen muss. Ich vermute, da gibt es dann wieder relativ viele Erfolge. Was mich aber wundert, es gibt kein Meta-Achievement mit einer krassen Belohnung, oder? Habe ich jetzt bloß nichts gesehen? Ich muss mal ein paar Phantasma sammeln. Nee, es scheint kein Meta-Achievement mit einem krassen Mount oder irgendwas zu geben. Und das wundert mich tatsächlich. Ich hätte es gedacht, dass sie da was reinbasteln. Und das Letzte, was wir haben, ist das Paktsystem. Und da gibt es dann auch wieder alle möglichen Achievements.
die man absolvieren kann. Und so wie ich das gesehen habe, sind die aber unabhängig von dem Pakt, den man auswählen kann. Ne? Also dementsprechend kann man die mit allen Pakten abschließen, so wie ich das verstanden habe. Wie gesagt, ich war jetzt nicht großartig in der Beta unterwegs. Dementsprechend, wie ich da überfragt, falls ihr da mehr Infos habt, schreibt das selbstverständlich gerne in die Kommentare rein. Auch hier mit Meta Achievement habe ich jetzt nur das gesehen, wo man den Titel gibt. Mounts scheint es jetzt hier nicht großartig zu geben. Es kann aber sein, dass man die dann bei einem Händler oder irgendwo kaufen kann. Hier kann man dann noch irgendwas freischalten, Herausforderungen auf dem Pfad des Aufstiegs freischalten. Okay, das ist jetzt das Einzige, was es da krass als Belohnung gibt, weil da bin ich natürlich auch mal interessiert dran, wo gibt es die Mounts her, wo gibt es die Pets, die Toys und die ganzen Collectibles her. Genau, das ist jetzt so im Groben der Überblick, den ich mir selber verschaffen wollte, beziehungsweise wo ich euch jetzt so ein bisschen mit an die Hand genommen habe. Wenn dann das Addon rauskommt, werden wir natürlich zu jedem Achievement das uns genauer angucken, da wird es dann auch Videoguides geben. Das hier jetzt wirklich nur das ganz große Überblick, um so ein bisschen durchzugucken, wo, was, wie, warum. Insgesamt, so als kleines Resümee, muss ich sagen, hier bei den Core-Features, ne, bei dem Paktsystem und bei Torghast scheint es sehr viele Sachen zu geben. Auch Dungeon und Raid-Achievements ist einiges da. Quests und Erkunden scheint auch solide zu sein, wobei ich meine, in den letzten Expansions waren mehr Sachen drin, so gefühlt zumindest. Man kann es jetzt noch nicht so richtig vergleichen, weil natürlich dann im Laufe der Expansions immer noch was dazugekommen ist. Wobei, wenn ich jetzt gucke, hier sind es auch nur 36, hier nur 44, also wahrscheinlich ist es im Rahmen, ne? Shadowlands hatte, oder BFA hatte zum Ende hier 85, Shadowlands hat 41, aber da ist das Addon halt auch schon durch. Deswegen kann man es jetzt schwer sagen. Bei Berufen muss ich sagen, sieht es ein bisschen mager aus und bei den Sammlungen sieht es tatsächlich auch ein bisschen mager aus. Aber gut, man weiß jetzt nicht, vielleicht kommt ja noch ein bisschen was dazu. Ne? Das Addon ist noch nicht draußen, sie arbeiten ja anscheinend noch an einigen, deswegen muss man da einfach nochmal einen Ticken abwarten. Gut, das war's mit meinem kleinen Überblick zu dem Ganzen. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat's was gebracht. Und ja, wenn ihr noch Infos zu einigen Sachen habt, die ich jetzt nicht erläutern konnte, schreibt sie gerne in die Kommentare, teilt sie mit den Leuten und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Teller, bis dann, ciao.